Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen beim Let's Play God's Cover. Zumindest die Karte, das Spiel, ja, wisst ihr ja sicherlich. Nennt sich Landwirtschaftssimulator 2013. Ich mache hier mal die Tür auf. Ja, wir haben hier ein Schlammloch und da will ich jetzt nicht durchfahren. Also drehe ich das gute Stück hier mal um. So, und wollte gleich den Helfer wieder einstellen. Das sollte passen. Das dauert hier aber auch mit dem Feld. So, dann müssen wir mittig hier fahren. Boah, passt schon. So können wir noch eine Runde fahren. Ja, es geht. Und fahr weiter. Ja, dann muss ich mal schauen, wo wir jetzt unsere Fahrzeuge alle so rumstehen haben. Ist schon wieder ein bisschen her. Die Zeit rast hier mal davon. Aktuell stehe ich ein bisschen hinten dran. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft dann wieder bessern. Ah ja, okay, er steht hier vorne. Wie weit ist denn jetzt der Class? 78%. Ja, da müssen wir nochmal drauf zugreifen. So, ich springe mal hier zu dem Fendt. So, hier mal ein bisschen Luft rein. So. Ja, ich wollte hier eigentlich die Ballen abladen. Jetzt bin ich aber am überlegen, ob wir das Ganze nicht einfach mal in die BGA werfen, damit ein bisschen Geld reinkommt, denn wir haben ja noch einiges auf dem Feld, was wir dann später noch abladen können, und von daher würde ich sagen, wir machen das mal. Ich hoffe, der nicht findet dahin. Tom Diesel und Wegfindung, das sind zwei Dinge, die nicht so zusammenpassen. Passt das? Passt das? Passt. Okay. Da brauche ich nochmal die HUD-Einblender mit Kraftstoff. Das reicht. Also mal gucken, ob ich es aus dem Kopf hinkriege. Ich war schon mal in der Nähe. Und dann können wir uns gleich mal den Schweinestall anschauen, weil da muss ich dann wohl auch Stroh zum Beispiel einstreuen. Ich hoffe, die beiden sind noch da. Sind ja nicht so richtig befestigt, aber es sieht noch gut aus. Ja, Planung ist ja immer noch, ich muss, Gras brauche ich noch. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir, gut, einen Ladewagen habe ich eigentlich schon, aber ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich behalten will. Und jetzt muss ich mir gerade überlegen, welche Richtung? Das ist hier einfach geradeaus. Nee, ich meine zurück und dann nach vorne links. Gucken wir nochmal auf die Map. Ich glaube. Ich glaube, wir müssen erstmal hier rum. Schild, ne? Mist, ich bin schon falsch. Ich will mal
Ich glaube links. Das passt schon, YouTube. Verlassen wir uns mal auf meinen Instinkt, auch wenn der in Richtung, ja, egal. Die Werkstatt hier ist ja geil. Ich habe auch noch nicht gesehen. Cool. Wir sind falsch. Wir sind sowas von falsch. Verdammt. Das bei den Kraftstoffpreisen. Ja, wie komme ich zur BGA? Ich muss da mal umdrehen. Da muss man genau in die andere Richtung der Kreuzung fahren, würde ich mal behaupten. Dann jetzt kann ich hier. Kann ich hier drehen? Ja, das geht. Jetzt hier komplett rüberfahren. Das ist der Schleichweg, glaube ich, nur bis zum. Ja, der geht komplett durch, aber dann kommen wir ja noch weiter weg. Hm. Ne, ich trinke gar nicht mehr hier, oder? Machen wir mal Warnblinker an. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte warten. Ja, also hallo. Das ist sehr nett von dir, aber es macht keinen Sinn, wenn du jetzt hier auf mich wartest. Fahr bitte durch. Okay, das sieht gut aus. So, und da, wo wir das vorm schöne Huhn sehen, fahren wir mal links. Ich glaube, das war so. Wenn nicht, ja, müsst ihr jetzt mit mir durch. Hier nochmal die tolle Werkstatt. Finde ich echt schön. Gemacht. Die Karte gefällt mir immer noch sehr gut. Ich glaube, ich sage das jedes Mal. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Also einfach mal anschauen, runterladen, wenn ihr die noch nicht habt. Macht wirklich Spaß. Vor allem kann man hier auch mit auch durchaus mit modernen Maschinen Spaß haben. Auch größeren. Müsste auch nicht auch gut. Der Hof ist ein bisschen eng dann, aber wie war es der Schweinestall? Und ich meine, in der Nähe vom Schweinestall war jetzt auch die PGA. Das ist die bestimmt. Das sind hier unsere Schweine. Und ja, da ist doch die alte, rostige PGA. Super. So, nur mal außen. Jetzt mal nach dem Tor gucken. Automatik, sehr schön. Ich hoffe, ich habe noch irgendwelche Ballen drauf. Irgendwie? War es nicht vorhin mehr? Okay, einer liegt jetzt noch da. Hm. Ich bin auch gespannt, ob das geht, aber es sollte eigentlich funktionieren. So. Jetzt mal gucken, wie wir den jetzt mal hier hinstellen. So. Ja, war wieder so klar. So, okay, dann wollen wir mal was reinschmeißen. Werde ich nochmal die andere Kabel holen, aber
Jetzt muss die Nummer her. Erstmal den nach vorne. Ich muss zum Kabel umschalten. So. Mit diesen Arretieren ist nicht so schlecht. Hier muss man jetzt eine Taste dann drücken. Aber mit dem Realistik hatte ich, glaube ich, mehr Spaß. Mal gucken. Also ich denke, beim nächsten Video werden wir die dann dabei haben. So. Somit nehmen wir offiziell das Ding hier im Betrieb. Ich weiß nicht, ob ich hier später noch mal einen Traktor deponiere. Müssen wir ja auf jeden Fall, denke ich mal. Macht ja Sinn. So eine schöne alte Halle. Jetzt habe ich blöderweise nicht drauf geachtet, ob es Geld gebracht hat. Wir werden es gleich erfahren. Machen wir einen Test. Wenn das jetzt nichts bringt, dann nehme ich die Dinger wieder mit. Habe ich jetzt nicht entsperrt. Das ist ein bisschen komisch. Verstehe ich nicht. Nur los. Was ist denn das für ein Scheiß? Sorry. Jetzt habe ich alles... Nee. So geht das nicht. Wisst ihr was? Pause. Durchatmen. Puh. So, wir schauen mal in den Shop. Ob ich dieses Ding nicht auf die Schnelle finde. Nicht mal sicher, ob die jetzt hier unter Frontlader war, weil ich das Ding habe ich schon einige Zeit. Sonst müsste ich mir meine eigene Mod-Vorstellung nochmal anschauen. Auch nicht schlecht. Ich glaube fast. Die nee, Futtertechnik nicht, aber eventuell unter Ballentechnik. Da ist nämlich das gute Stück. Und wisst ihr, was wir jetzt mal machen? 19.000 haben wir jetzt noch. Ich wollte eigentlich sparen. Egal, wir machen es mal. Und zwar nehme ich jetzt mal die für den Telelader. Und YouTube, wir kaufen uns dann Frontlader. Die können wir dann hier auch stehen lassen. Ja, oder ich nehme mit zum Hof, ich weiß noch nicht, diesen, wie heißt der, Zettelmeier, oder? Genau, den finde ich irgendwie cool. So, dann lassen wir das Gedöns hier. Ich hänge die mal wieder dran. Und wenn das mit der Gabel gut klappt, dann kaufe ich die auch nochmal für den Fendt. Und da müssen wir halt mal ein bisschen was verkaufen. Und
Wir springen mal zum Zettelmeier. Da ist das gute Stück. Ja, ist relativ einfach gehalten, aber irgendwie macht der Spaß. Übrigens werdet ihr es nicht glauben, ich hadere ja immer noch. Ich bin echt immer noch am Überlegen mit dem scheiß Lenkrad. Ich weiß nicht. Gibt es bei euch nicht einen Gamepad-Spieler, der also das Gamepad viel genutzt hat bei LS und dann umgestiegen ist? Vielleicht nochmal eine Meinung von mir. War ja auch Blödsinn, oder? Viele haben ja schon gesagt, dass das richtig Spaß macht. Aber ich bin halt noch ein wenig skeptisch. Ich bin mir gerade überlegen, wo ich langfahren muss. Da vorne rechts. Prüfe mal die Karte an. Ist ja wieder falsch abbiegen. Nee, das sollte eigentlich richtig sein. So, sonst was mir noch so ein bisschen abhält, ist das Auf- und Abbauen. Ne, weil man ja dann doch ziemlich viel Gedöns und Kabellage hat. Und das dann doch immer wieder abbauen muss, wenn man jetzt am PC arbeitet. Soll es ja auch geben. So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt den hier gleich mal mitbekomme. Ich nehme mal. Versuche den mal zu drehen. So. Das war doch jetzt immer ja, ne? Ja. Na komm. Gerade von dir geschwärmt. Dann probieren wir es mal. So. Ja, ich drehe es halt nur um. Keiner gesehen. Dass das gerade scheiße aussah. Mann, was habe ich? Was ist denn hier heute los mit der Flucherei? Der Typ. Jetzt. Komm schon. Jetzt sei nicht so. Okay. Danke. Ich habe natürlich auch eine super Sicht. Zusammen mit dieser Gabel. Aber es kann manchmal auch an den Beinen liegen. Ja, genau. Also, dass die, je nachdem, womit die gepresst worden sind, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wenn das jetzt so doof ist, gibt es hier bald keine Rundbeine mehr. Dann hole ich meine schöne Lieblingspresse raus. Weil was bringen mir die runden Dinger, wenn ich die nicht vernünftig aufnehmen kann? Naja. Okay, ich versuche mal, ob der jetzt irgendwie hier ankommt und achten mal aufs Geld. Jetzt haben wir 6450. Ich schmeiß nochmal mal hier rüber. Zumindest war das der Plan. Ich so 200, naja, dafür so viel Arbeit. Das Ding ist nur echt schön wendig. So, versuch noch mal. Ich habe mir nochmal ein Video angeschaut, wo einer mit Lenkrad und Joystick spielt. Das fand ich aber ein bisschen, ja,
Ist zwar an sich eine tolle Sache, dass man dann hier den Radlader damit quasi steuert. Vielmehr die Gabel und so, aber die Maus braucht man ja auch noch, um die Kamera zu korrigieren. Das ist dann doch ein bisschen viel des Guten und das macht mich hier gerade wahnsinnig. Ja, ich muss mal sehen, ob ich in Zukunft die Presse erstmal zur Seite stelle, die andere. Ja, jetzt doch. Und ich glaube, wir werden in Zukunft dann erstmal wieder eckige Geschichten pressen, so diese längeren. Kann man auch so schön stapeln. Ist ja peinlich hier. So, also meine Zettel machen ja schon fast wieder raus. Ja, fast. Lass mich rechnen, wir brauchen ungefähr 34 durch 5 mal 3. Ja, das so ungefähr müsste das passen. Und dann haben wir den schon wieder raus. Also nicht, dass ihr denkt, ich verschwende hier das virtuelle Spiegel. Jetzt, ey, wenn du jetzt nicht... Mann, komm schon. Der Anlauf. Ach. Ja. Sieht unvorteilhaft aus, aber ist irgendwie effektiv, YouTube. Also echt an eckige, weil ich hatte mir ja auch schon drauf gefreut. Ich wollte ja mal die auch wickeln und so. Na, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall auf dem Feld auch noch ein paar Zettel. Mal ja, lass ich jetzt mal hier stehen. Blinker aus. So, und was wir aber jetzt in dieser Folge noch machen, sorry, dass ich wieder so rumswitche, und zwar will ich erstmal den hier mitnehmen. Und wir streuen noch das Stroh ein. Ach, hier vorne ist auch ein Feldweg. Kommen wir nochmal da lang. Die hintere Auffahrt in der Hoffnung, dass da überhaupt eine hintere Auffahrt ist, aber doch geht. Ja, und hier könnte ich den Tankwagen auch hier erstmal abstellen. Tankanhänger. Da fällt mir was ein. Schnell. Die 5 gedrückt. Keine Ahnung, hat sich mir jemand beschwert, dass ich das hier so hatte. Ah, stimmt auch, sieht blöd aus. So, da liegt noch ein sauer Ballen rum. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt überhaupt. Ich suche gerade das Ding zum Einstreuen.
Ja, da ist doch sogar noch den Bein drin, das ist gut. Mal gerade das hintere Fenster aufmachen. So. Okay. Ja, dann auf zum Schweinestall. Moment, muss ich lang. So, der ging nach innen auf, genau. Also ich habe den hier noch nicht wirklich getestet. Bin mal gespannt, wie der funktioniert. Ich habe auch noch so ein Hexleim-Angebot. Der wirft das alles so hinten irgendwie raus. Auch eine interessante Sache. Wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. So, jetzt geht's wieder los mit der Orientierung. Nehmen wir mal die Karte. So, da muss ich wohl hier lang. Und in der Theorie einfach nur geradeaus. Ja. Perfekt. Also ich glaube auch so Vierfach-Maps wäre ich echt verloren. So, da sind wir doch. Ich muss mal vorne jetzt mal sagen, wie kriege ich hier. Schnappatmung. So. Ding ausgewählt. Ich hoffe, ich gehe jetzt auch vernünftig hin. So, wir gehen in die Token-Store hier auf. Okay. So, jetzt blende ich nochmal ein. Hier irgendwas beachten muss. Da hast du 5 Hydraulik. Nee. Jetzt richtig. So fährt man die raus. Okay. Ich war der Meinung, es gibt auch irgendwie eine Taste, womit man das Ding steuern kann. Ich werfe das Ding jetzt erstmal an, glaube ich. Ja. Ist echt, das reicht schon. Ah, okay. Zumindest funktioniert das Ganze. Dann würde ich fast sagen, wir lassen die jetzt nicht hier stehen, oder? Nee, nehmen die nur mit zurück zum Hof. Das Ding mal wieder ein. Wir machen Folgendes. Ich packe den mal hier. Und wir schauen uns mal so ein bisschen hier um.
Okay. Das ist ein alter Schuppen. Okay. Hier packt man dann das Korn noch rein als Futter. Das ist dann der. Das Ding für Wassersino. Ne? Das wird dann Mist sein. Können wir mal Wasser zapfen. Ich werde hier wohl auch nochmal so eine. Hier ist dann Gülle. Ich werde dann auch nochmal hier ein kleines Wasserfass deponieren. Später, wenn wir reich sind. YouTube. Jetzt müssen wir ja sparen. Ne? Haben ja noch einiges vor. Ich danke euch fürs Zuschauen und die Zeit ging irgendwie da echt schnell rum. Und ich würde mich von euch über ein bisschen Feedback freuen, wenn euch das denn hier gefällt und es weitergehen soll. Ich weiß, es mit den Folgen ist momentan kommen die nicht so regelmäßig, aber ich bekomme das wieder in den Griff und dass wir hier in Zukunft dann schneller mit dem Let's Play vorankommen. YouTube, ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut.